Commander, offenbar sind unsere neuen Freunde von der Hand jetzt im Orbit. Ich kümmere mich gleich um Ihre Landeerlaubnis. Commander, ich bin Darth Revix. Ich glaube, die Kaiserin hat euch mein Kommen bereits angekündigt. Ihr stellt den Kontakt zwischen der Allianz und der Hand her? Exakt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, dass der Posten heiß begehrt war. Ich bin stolz, unter allen anderen Bewerbern ausgewählt worden zu sein. Ich lasse mich gleich mit der Fähre zur Oberfläche bringen. Ich spreche gern von Angesicht zu Angesicht. Endlich treffen wir uns persönlich. Euer Holo wird euch nicht gerecht. Willkommen auf Odessen. Euer Besuch ehrt uns. Und ich fühle mich geehrt, euer Gast zu sein. Ich will ganz offen sein. Als euer Kontakt ist es meine Aufgabe, euch bestmöglich zu unterstützen. Mein Erfolg wird an eurem gemessen. Es nützt mir also gar nichts, eure Arbeit zu erschweren oder zu untergraben. So sehr ich Täuschung und Manipulation auch schätze, liegen sie hier nicht in meinem Interesse. Ich werde die Wünsche meiner Kaiserin an euch weitergeben und ihr von euren Leistungen berichten. Wenn ihr Ressourcen vom Imperium benötigt, beschaffe ich sie euch. Ich werde euer Verbündeter, euer Sprachrohr und hoffentlich euer Vertrauter sein. Darauf gebe ich euch mein Wort. Hoffentlich haltet ihr euer Wort auch. Ich nehme Enttäuschungen nicht sonderlich gut auf. Wieso solltet ihr auch? Der Beste verdient nur das Beste. Wenn ich euch noch um eins bitten dürfte, bevor wir uns offiziellen Angelegenheiten widmen, eine Tour durch eure Basis wäre schön. Ich habe so viel gehört. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Star Wars The Old Republic. Wir spielen den neuen Teil der Geschichte. Ich bin Oryx, wisst ihr wahrscheinlich. Und ich nutze einfach die Gelegenheit, um Hallo zu sagen. So, hallo. ich weiß nicht. Wir haben gerade angefangen und ich vertraue dem irgendwie nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz komisch drauf heute gerade. Ich vertraue dem irgendwie nicht. Ich will nicht irgendwelche fremden Sith. Vor allem, wenn er sagt, ich will unbedingt eure Dinge sehen. Aber eure Basis sehen, weiß ich nicht. Ich bin da noch so ein bisschen geimpft sozusagen von anderen Leuten, die das auch vielleicht mal ausnutzen könnten, wollen oder möchten. Aber na gut, wir sind ja alle Verbündete und wir schießen mal etwas Vertrauen vor. Natürlich, ich werde euch selbst herumführen. Wunderbar, ich folge euch. Geil, ach, jetzt sind wir hier. Ach, da ist er. Da ist Revix. Da haben sie sich ja einen besonders guten Schönling rausgesucht. Unser Militärflügel. Commodore Pardax befehligt unsere Flotte und unsere Bodentruppen. Eure Soldaten kommen mit den besten Empfehlungen. Sie müssen wunderbar tödlich sein, wenn sie die Sarkul-Truppen überwältigen konnten, nachdem so viele scheiterten. Der Verlust der ewigen Flotte ist bedauerlich. Aber wir werden auch ohne sie siegen. Das war's wohl. Ach so, weil ich im Gespräch bin, ist das Ding. Ich bin nicht mehr Abo. Ich bin free to play. Weil es lohnt sich einfach nicht für mich, im Monat zu abonnieren, dann um eine Stunde hier zu spielen, wenn ich die Story auch so kriege. Sozusagen, ne? Wenn ich die als bevorzugter oder ehemals Abonnent oder wie auch immer kriege, brauche ich es halt nicht. Ich habe mir damals, das ist schon länger her, diese ganzen Sachen schon mal vorgekauft, diese ganzen Dings, weil das ist mir wichtig. Ansonsten habe ich das, was ich noch gemacht habe, nur mal so als Info, ich habe alle Leute rausgeschmissen, außer meine eigenen Charaktere, weil das hatte ein Problem, immer wenn ich Abo war und bin dann zurückgestuft worden als Gratisspieler. Dann wird der Guildmeister neu ausgewechselt, beziehungsweise vielleicht ist das auch zeitabhängig, dass wenn man so und so lange nicht mehr online war, dass dann zufällig
ein anderer Gildenmeister wird, beziehungsweise zufällig nicht, sondern der Erste, der sich anmeldet. Das hatte ich nämlich heute Glück. Ich habe mich heute als Erstes angemeldet, weil die Leute glücklicherweise ebenso inaktiv sind, so wie ich. Und deswegen konnte ich den Gildenmeister behalten, weil hätte ich jetzt, ich hätte da zwei, die ich überhaupt nicht kenne, die hat Benny mal eingeladen, das war irgendeine Streamerin und ihrem Kollege. Und da hätte ich die Gilde nicht wiederbekommen. Deswegen habe ich aus Vorsicht alle rausgeworfen. Alle rausgeworfen, die nicht ich sind. Und ja, einfach damit ich die Gilde behalten kann. Weil sonst hätte ich alle rausnehmen müssen. Und dann, ja, also ich hätte keinen Nutzen gehabt von der Gilde. So kann ich auch, wenn ich alleine bin, die Gilde immer noch als Fach, so als, ja, als Gildenfach oder sowas nutzen. Ich hoffe echt, dass diese Allianz hält. Wir tun mehr, als die Republik je getan hat. Ja, auf jeden Fall. Ihr werdet wahrscheinlich auch bemerkt haben, dass ich relativ wenig bzw. gar nicht weiter gestreamt habe. Was daran lag, dass ich absolut keine Lust habe im Moment auf Computerspiele. Ich weiß nicht warum. Ich gucke kaum Netflix, ich spiele gar kein Computer. Das ist jetzt seit Wochen, Monaten, seit dem letzten Mal Streaming. Nee, gar nicht. Ich habe zwischendurch mal Star Citizen gespielt. Aber das ist jetzt seit Wochen das erste Mal, dass ich mal ein Spiel spiele. Ich kann euch nicht sagen, warum. Ich habe irgendwie, keine Ahnung. Mich langweilen die Spiele. Und wenn ich mich langweile, dann ist das nicht so cool. Lustigerweise mag ich immer noch gerne Star Wars Stories. Vielleicht muss ich mehr Story-Spiele spielen oder sowas. Keine Ahnung. Aber, ja, weiß ich nicht. Im Moment ist da nicht so, habe ich da nicht so das Interesse dran. Ist irgendwie schade, weil früher habe ich wirklich viel gespielt. Da hatte ich meine Zeit, wo ich nur so, ich sag mal, so zwei Stück hatte. Da hatte ich Assassin's Creed hatte ich gespielt und noch irgendein großes, in Anführungszeichen, Spiel. Und das hat mir dann gereicht. Ja, wir machen einfach mal weiter. Vielleicht kann ich zum Schluss nochmal ein bisschen was erzählen. Unsere Experten für Unterwelthandel. Mit Hülo Wiss habt ihr ja bereits gesprochen. Es ist wirklich innovativ, wie ihr ursprünglich kriminelle Aktivitäten und Personen integriert. Wo andere ein Risiko sehen, seht ihr eine Chance. Meine Crews wissen die Freiflugcodes zu schätzen. Wir hatten es im imperialen Gebiet noch nie so leicht. Keine Ursache. Was der Allianz hilft, hilft auch der Hand. Wir stocken immer so die ganze Zeit, ne? Immer so stocken. Ja, ganz komisch. Naja. Ich möchte meinen Arbeitsplatz in Anführungsstrichen, meinen Schreibtisch sowieso neu ordnen. Ich werde mir demnächst einen neuen Monitor kaufen. Das wird ein Curved 34 Zoll. Der wird meine zwei Monitore ablösen. 4K QLED kostet richtig Geld. Kann Picture by Picture und Picture in Picture. Das heißt, ich kann zwei Quellen anschließen. Einmal meinen neuen Laptop, den ich habe, und einmal mein Gaming-PC, und ich kann dann halt zwischen den Quellen wählen, beziehungsweise ich kann sogar beide Quellen gleichzeitig anzeigen lassen. Das wird kommen, also das habe ich mir vorgestellt, weil ich noch andere Dinge mache, wo ich den Monitor haben möchte. Vielleicht wird's mal wieder was. Aber im Moment, ich weiß nicht, so Twitch. Als ich letztes Mal gespielt habe, da hat keiner zugeguckt. Also, SWTO gucken viele zu. Wenn ich nicht SWTO gucke, guckt keiner zu. Wenn ich nicht SWTO spiele, guckt keiner zu. Gut. Ist jetzt auch nicht schlimm. Man muss sich halt auch an andere Leute, an andere Community aufbauen auf Twitch. Aber ich finde, es ist irgendwie schwieriger als auf YouTube. YouTube, da gibt man halt Keywords ein und man kann halt Text geben, eingeben, wo man rüber gefunden wird, und bei Twitch, da hat man nur so vorgegebene wie Action, Shooter oder Gelegenheitsspiele und spielt zusammen mit Freunden und sowas alles, und dann darüber wird gefunden und man wird halt die Aktivität, ich glaube entweder die Chat-Aktivität oder die Anzahl der sehenden, der guckenden Leute oder sowas wird da, das, man wird nicht so promoted. Bei YouTube könnte man theoretisch jemanden finden, der den Algorithmus gut bedient. Bei YouTube kann man den gut auch Frischlinge oder neue Kanäle finden.
Bei Twitch ist das nicht so und das ist schwieriger. Ich habe da noch nicht den, beziehungsweise ich habe auch nicht drüber noch nicht nochmal gelesen, wie man das am besten macht. So. Natürlich ist ein regelmäßiger Stream von Vorteil, aber vielleicht Sonntag. Sonntag ist so der einzige Tag, so Sonntagnachmittag, wo ich sagen könnte, ah, ja, da kann ich mal so 2 Stunden spielen. 2-3 Stunden. Machtenklave. Ich habe gehört, dass Machtanwender in eurer Allianz nicht höher stehen als jeder andere. Faszinierend. Warst du schon? Ja. Weil ich habe, das ist ganz seltsam auch, das habe ich auch schon länger. Ich verliere das Interesse schnell an Spielen. Anderthalb, zwei Stunden geht noch irgendwie, aber danach, ich verliere das Interesse. Und ich finde, das hört man auch. Das hat man beim letzten Stream auch gemerkt. Da habe ich Senua's Sacrifice, glaube ich, gespielt. Ich glaube, so heißt das irgendwie mit Senua's Sacrifice. Nur den ersten Teil, so ganz bisschen. Und irgendwie nach 2 Stunden, da war mir war einfach langweilig. Vielleicht sind es auch nicht die richtigen Spiele. Vielleicht finde ich nicht die richtigen Spiele für mich. Ich mag am liebsten so Story-Spiele und Senua ist mehr so ein. Wie heißen diese? So ein bisschen Dark Souls-mäßig und sowas. Man kann zwar keine Waffen wechseln und Rüstung aufrüten, aber muss halt schlagen, ausweichen, rollen, schlagen und sowas halt. Ein bisschen rätseln. Sowas halt. Vielleicht lag es daran. Keine Ahnung. Aber im Moment ist nicht viel los in Richtung Gaming. Ich hoffe ja, dass wenn die Xbox rauskommt, die neue, also das Ende des Jahres, dass ich dann mal wieder mehr ins reinkomme. Unsere Forschungslabore. Dr. Ogorob leitet unsere Forschungsteams. Ein Huttenwissenschaftler. Es ist wahr, was ich gehört habe. Sehr erfreut, euch kennenzulernen, Dr. Ogorob. Ihr müsst das Vivek sein. Ich kann euch gar nicht genug für das viele Material danken, das ihr mir habt zukommen lassen. Gezielte virale Erreger. Speziesübergreifende Manipulation der Großhirnrinde. Faszinierende Forschung. Es ist mir ein Vergnügen. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. Weil irgendwie stört die mich. Die Sprache machen wir etwas höher. Ja, so. Weil so viel tatsächlich. Er bringt die Musik nicht so viel beim Spiel dabei. Trägt nicht dazu zum Spiel dazu, so. Huch, jetzt habe ich meine Maus wieder aufgestellt. So, da bin ich gespannt. Es soll ja auch ein neues Haus geben, Alderaan-Haus, soweit ich das gelesen habe. Kostet wieder bestimmt mit sich 30 Millionen Credits. Credits. Und eine Seele. Oder wahlweise Niere. Was ansteht. Vielleicht finden wir ja mal schon ein Haus. Die Aussicht ist atemberaubend. Ihr könnt sehr stolz sein. Jo. Wieso? Warum sollte ich stolz sein? Ich habe die Aussicht doch nicht selber gemacht. So, müssen wir den hier rumzeigen. Hier, unsere Kantina. Hier besaufen wir uns regelmäßig. Ganz viele Orgien. Besonders mit Lana. So ein Metallbikini für. Die Kantina. Wollt ihr einen Drink? Im Augenblick nicht. Aber später trinke ich gerne mit euch. Ich mag den nicht. Der hat irgendwie. Ich bin beeindruckt. Ihr müsst stolz darauf sein, was ihr hier erreicht habt. Das bin ich. Seid ihr bereit? Absolut. Danke. Dann gehen wir zur Besprechung.
Aber ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ich weiß es nicht mehr. Schade, keine Ahnung. Weiß ich echt nicht mehr. Hab ich vergessen. So, wir müssen hier gerade raus, damit der gerade rein. Wie viele Leute sind eigentlich. So nicht. Zwei, doch, zwei. Zwei Stück. Die Zerstörung des Meridian-Komplexes auf Corellia treibt unsere Kriegsanstrengungen weiter voran. Wir haben entscheidende Siege in den Sektoren Bormea, Atrevis und Anuat errungen. Die Republik ist in Schwanken geraten. Diesen Vorteil kann die Hand ausnutzen. Perfektion braucht Zeit. Wir schließen uns dem Kampf wieder an, wenn ich sicher bin, dass wir bereit sind. Natürlich. In diesem Sinne, wir stärken die Versorgungslinien und sichern die Kommunikation zwischen Odessen und dem restlichen imperialen Raum. Eine erste Abteilung Sicherheitspersonal und Patrouillenschiffe ist bereits auf dem Weg. Natürlich nur nach Inspektion und Genehmigung durch eure Leute. Wir möchten zusätzliche Angriffstruppen, Transporter und so weiter für eure Mission bereitstellen. Es wäre wohl logisch, sie unter eurem Kommando einsatzbereit zu haben. Natürlich. Sie werden auf Odessen willkommene Gäste sein. Ausgezeichnet. Da gäbe es noch eine andere Sache, die nach eurer Aufmerksamkeit verlangt. Sie betrifft die täglichen Operationen der Hand. Ich habe eine Liste wichtiger imperialer Ziele, die wir verfolgen sollten, wenn die Hand voll einsatzfähig ist. Einige der Ziele sind bedeutende Vertreter der Republik, Senatoren, Militäroffiziere und so weiter. Andere sind imperiale Verräter und gescheiterte Sith. Zum Beispiel. Ich habe mir erlaubt, einige bekannte Kopfgeldjäger anzuheuern, um diese Ziele sicherzustellen. Wie sind die Prioritäten verteilt? Ja, machen wir zuerst republikanische Ziele oder imperiale Ziele? Ich glaube, ich würde normalerweise republikanisch sagen, aber die imperialen Ziele könnten gefährlicher sein, weil die eventuell geheime Informationen haben oder dergleichen. Und das könnte noch gefährlicher sein als ein Senator oder ein Offizier. Ich glaube, ich gehe auf Imperiale. Sie sollen sich um die abtrünnigen Imperialen kümmern. Die Hand sollte sich auf den Feind konzentrieren. Das erscheint mir sinnvoll. Ich kümmere mich darum. Ich glaube, damit sind wir für heute fertig. Es sei denn, ihr benötigt noch irgendetwas. Habt ihr von Darth Malgus gehört? Ich habe ihn seit Corellia nicht mehr gesehen. Da seid ihr nicht allein. Niemand hat ihn seit der Schlacht gesehen. Es ist höchst rätselhaft. Vielleicht wurde er schwerer verletzt, als irgendjemand ahnt. Oder er ist wieder abtrünnig geworden. Aber das kann doch nicht sein, oder? Wer weiß? Wer weiß? Ich werde nicht zurückkehren. Ich werde nicht zurückkehren. Ich werde nicht. Ihre Lebenszeichen sind wieder einmal weit über die Idealwerte erhöht. Ich fürchte, diese Episoden bergen das Risiko einer dauerhaften Schädigung. Dann verhindere sie. Ich habe bereits sämtliche physischen Modifikationen in Verbindung mit Ihren Loyalitätssicherungsprotokollen entfernt. Diese Halluzinationen werden durch psychologische Manipulation verursacht. Die Korrektur einer mentalen Konditionierung von dieser Potenz übersteigt meinen programmierten Handlungsrahmen. Ehrlich gesagt ist mir keine Technik bekannt, mit der die Leitungen Ihres Geistes in so großem Umfang verändert werden könnten. Ich habe von einer Möglichkeit gehört. Setze Kurs auf Dantooine. Dantooine?
Kam da was in der Story dran? Oder kommt das noch aus Night of the Old Republic oder so? Da soll es ja angeblich ein Remake geben, habe ich gelesen. Ah! Wir haben schon so lange gewartet. Da ist irgendetwas faul. Da bin ich mir sicher. Die Einrichtung zu zertrümmern ist keine Lösung. Wir werden das Schiff schon finden. Es wird alles gut. Ich nehme an, es gibt keine Spur vom Transporter mit Satil und ihren Anhängern? Nein! Es reagiert nicht auf unsere Signale. Und wir haben bereits den nächsten geplanten Halt überprüft. Nichts! Was nur noch etwa 200 oder 300 Systeme für die Suche übrig lässt. Es muss einen anderen Weg geben! Wart ihr schon immer so emotional? Uns bleibt nichts anderes übrig, als bei den letzten bekannten Koordinaten des Schiffes mit der Suche anzufangen. Wofür wir ewig brauchen würden. Also holen wir uns einen Experten. Wir schicken T7 mit einer Eskorte und allen Suchdroiden los, die wir kriegen können. Sie werden mehr Fläche abdecken und die Sensorwerte schneller durchgehen, als wir es können. T7 lässt seine Astromech-Magie spielen, wertet die Suchdroiden-Daten aus und schon hat er eine Spur. Und wir finden das verschwundene Schiff in ein paar Tagen oder Wochen, statt in ein paar Jahren. Wer soll sie eskortieren? Noch mehr Droiden? Das wäre das Beste. Sie können nicht beeinflusst werden durch was auch immer der Imperator mit Satil und den anderen gemacht hat. Dann ist also alles geklärt. Sobald wir die Koordinaten haben, werdet ihr es als erstes erfahren. Keine Sorge, euren Möbeln passiert nichts. Er beruhigt sich gleich wieder. War ja klar, dass sowas schief geht. Hallo. Das war ja klar. Das ist eine Seuche. Muss ich überhaupt den Sprich mit Mario? Wo ist denn der überhaupt? Miran. Wer ist Major Miran und wo ist er? Ach, das ist die Operation. Hä, war's das jetzt? War das die Story, von der sie geschrieben haben? Das ging jetzt nochmal so weiter wie im letzten Update, so dass da Story ist, dass man ein bisschen mehr hat, wo man so, wenn hier so 2-3 Stunden spielen kann. Aber so 2 Gespräche führen, mehr nicht. Einen Moment. Gut, dass ich das nicht gestreamt habe. Ich wollte das nämlich erst am Wochenende streamen, aber ich wollte sagen, hey, komm, wir machen mal Samstag oder Sonntag, Samstagabend, Sonntagnachmittag, spielen wir mal Svetoa, die Story, die neue. Aber dass das jetzt... Einfach waren das jetzt, dieses Ding zum...
Annehmen der Missionen. Was kann unten war das bestimmt? Oh, da ist es. Das war's tatsächlich. Die verarschen mich doch. Alter, na gut, dass ich kein Abo gemacht habe. Ganz ehrlich, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von. Ich war nämlich so kurz davor, also so 5 mm war ich davor. Ah, machst du mal so ein Abo für einen Monat, um die Geschichte zu spielen und sowas alles. Aber gut, dass ich das nicht gemacht habe. Das ist jetzt doof. Das ist richtig bescheuert. Oder habe ich das falsch gelesen? Ich hätte gelesen, dass da. Ich hab's doch eben noch verraucht gehabt. Svetor. Svetor-Webseite, die braucht Ewigkeiten. Na, jetzt geht's wieder. Ne, die deutsche Seite lebt gar nicht bei Svetor. Die Homepage. Seite nicht gefunden. Keine Ahnung, was da wieder los ist. Zugriff verweigert. Einen Moment, ich muss da mal gucken. Game Update 6.1. Die Webseite, die wird auch mal schlechter. Also langsamer meine ich. Mit schlechter meine ich langsamer. Game Gamma. Game Update. Ah, ich hab's zusammengeschrieben. Game Update 6.1 SW. Tor. Bitte. Ne, Patch Notes. AK ist Volk. Da steht both faction of form elite organizations carry out key objectives that could tip the balance of the war. Republic aligned players, blah 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 blah. To direct reformation. Da habe ich wohl mehr rausgelesen, als es wirklich ist. Da steht nur, dass man den Typen trifft. Und ich habe gedacht, wenn man die Sith-Tüte trifft, dass da mehr rauskommt. Und hier bei Wilk steht, a small set of changes. More planned for. Genau, da steht's. This update also brings a small story segment that will prepare you for the major event involving Malgus, Kira and Scourge coming later this spring. 6. Small set of class changes. Nerfs the DPS disciplines for the classes. Ja. So ein paar Changes hier, die man. Das war's tatsächlich, ey. Das kann echt. Das ein Beschiss ist das. Also ich hab jetzt. Ich weiß nicht, bin irgendwie davon ausgegangen, dass das jetzt wieder so ein 2-3 Stunden Ding wird von der Svetor. Das wird halt
Deswegen hat auch keiner von euch was geschrieben. Und ich bin, weil sonst kriege ich ja ab und zu, was kam letzte Woche, kam es heraus, das neue Update. Und so, sonst kriege ich ab und zu mal so eine Nachricht. Hey, ne, wann spielst du das und das und guck doch mal rein oder so. Ab und zu kriege ich das mal, aber diesmal kam keine davon und dann habe ich so, entweder ist jetzt kein mehr oder es ist nicht so groß, aber es ist tatsächlich nicht so groß. So, wo ist Alderaan? Schau nicht immer eine Alde an. 4 Millionen. 4 Millionen. Kann ich Alderaan gucken? Nee, kann ich nicht. Das sind alles nur. Das sind alles. Evakuo-Situation kümmern, suchen dringend nach Freiwilligen. Achtung! Freiwillige riskieren sowohl ihr Leben als auch ihre Angehörigkeit zum Imperium. Irgendeinen Namen, den ich kenne? Nee. Kein Name, den ich kenne. Wir reisen mal zu einem 100er. Dann gucken wir uns mal die neue Dings an. Ich hoffe, der hat nicht alles vollgestellt. Also 100% ist schon, dass schon alles vollgestellt, aber einigermaßen sinnvoll. Und nicht einfach, ich stelle alles voll, damit ich die Bonuspunkte kriege. Gucken wir uns das halt an. Schick. Kann man die Pflanzen nehmen? Kann man nicht. Schade. Cool wenn man Sachen anpflanzen kann. So ein neuer, jetzt wo ich das so gerade sehe, so ein neuer Crafting-Baum. Oder hinzugefügt zu Bioanalyse oder sowas, dass man. Oder ergänzend zu Bioanalyse oder wie heißt das? Doch, Bioanalyse heißt das, glaube ich, ne? Dass man Pflanzen, spezielle Pflanzen anpflanzen kann, dass man die bessern muss, düngen muss. Was weiß ich, vielleicht auch Unkraut wegmachen und dann ernten kann. Und das sind so spezielle Sachen, die man für Sachen braucht oder so. Dass man vielleicht auch, dass man die auch gar nicht finden muss. Ja, die Bioanalyse-Sachen, sondern dass man die hier anpflanzen kann. Das wäre richtig cool. Eigentlich. Also für diejenigen, die das dann spielen. Hier haben wir so ein. Wie hießen die? Killrack, ne? Oder so. Oder Killrack? Killrack? Oder so. Irgendwie so hießen die Dinger. Diese Insekten. Ist da hinterher noch was? Das ist echt riesig. Gut, für 4 Millionen kann man das schon machen. Also, wer das Geld hat. Also, eigentlich ist es ein Schnäppchen für die. Zumindest jetzt für die Größe, die man hier so sieht. Ist es eigentlich ein Schnäppchen. Aber für mich, der nie so Geld zusammen hatte. Oh, hier geht's auch noch weiter. Ist das Ding, was man aufspringen kann? Da hinten ist was. Kann ich das anklicken? Ne, kann ich nicht. Das sind irgendwelche Pilze. Ah, hier sind diese Kirek. Ah ja. Kirek? Kirek? Es sieht schon sehr cool aus. Muss man sagen. Ich weiß nicht, ob die jetzt hier speziell hingebaut wurden von dem Besitzer oder ob das oder ob die schon fertig sind, weil das sieht relativ gut aus. Achso, haben wir es wieder. Ne, wir waren noch nicht ganz am Ende. Genau. Da wollte ich gucken. Weil das sieht richtig schön aus, so. Hier hinten geht's nicht weiter. Hier ist ein Schatz oder sowas. Ne, hier ist ein Überrest. Oh, hier ist. Was ist das denn? Die Killix. Genau, Killix heißen die. Haben diese Makrofern offenbar jemanden abgenommen. Aber wieso halten sie Evakuierungsmarkierungsprotokolle?
Was ist denn hier los? Haben wir eine Quest innerhalb der... der Mission? Innerhalb dieses Dingens hier? Gut, Datenströme werden wir hier wohl drin nicht finden. Hier ist ja nichts Elektrisches. Aber bei Star Wars weiß man hier nie. Ich weiß, ob wir das verlieren, wenn wir rausgehen, oder ob wir es behalten. Wir behalten es. Interessant. Oh. Adels und Besitzer wie diese. Die Aufzeichnung darüber, warum es nun leer steht, sind allerdings ein großes Rätsel. Also dieses Update ist generell für mich ein großes Rätsel. Ich weiß nicht, ich habe da irgendwie mehr draus gemacht, als es vielleicht drin steht. Da hinten ist ein Wasserfall. Ja, dann wird die Folge doch etwas länger. Daran. Ist an sich ein cooler Planet. Der war riesig. Als ich damals gespielt habe, zum ersten Mal mit Oryx, mein Kommando, der war halt riesig. Oh, guckt man da hoch? Nee. Doch. Alten, ich habe einen Heimweg gefunden. Denn liegt Zeug rum. Kann ich das scannen? Kann ich hier was scannen? Ich kann da Steine scannen. Also ich könnte es. Wenn ich es ins Visier nehmen könnte. Erstmal. Oh, wir stellen uns erstmal hier drauf. Nee, doch. Lokale Legenden besagen, dass drei Seenymphen alle Wanderer davor warnten, an dieser Quelle zu rasten oder dem Fall des Wassers bis zum Ende zu folgen. Mir ist auch in der Regel eine blöde Idee, einem Wasserfall zu folgen bis zum Ende. Weil wenn man runterfliegt, stirbt man so normalerweise. Die lokalen Tranta-Bestände gehen seit Generationen zurück. Sie sind in der Tat eine seltene Art geworden und stehen da unter offiziellem Schutz der Krone. Tantra oder Thranta? Ich glaube, Tantra hört sich besser an. Finde ich. So, gehen wir mal weiter. Da hinten lag noch was. Alter, wir machen ja voll die Erkundungstour hier. Ein Zelt da zusammengebrochen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Eigentümer hier was hingebaut hat. Und wenn doch, ist das ziemlich cool. Dann ist das sehr RP-mäßig. Hier werden wir nicht hochkommen, weil da ist die Karte zu Ende. Ah, das ist schon cool hier. Ich glaube, wenn, dann würde ich hier mal mein Lager aufschlagen. Hier oben, hier in den Bergen, wo niemand hinkommt. So. Aua. Aua. Ah, yeah, da ist die Warnung. Hier ist doch ein Lager. Das kann ich mir vorstellen, dass der Eigentümer das hier... Ach, Alter. AK-51, du Sack. Ich habe mich gerade voll erschrocken, weil es ja da rausgekommen ist plötzlich. Alter, ich denke, was kommt denn da jetzt an? Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Besitzer hier was eingebaut hat. Und falls ja, ist das sehr RP-mäßig. Das mache ich sehr gerne so RP-mäßig. Finden sich Leute so RP-mäßig
Mühe geben. Ich hatte es auch immer mal vor. Ich wollte immer so ein Bordell bauen auf Narshada. Oder haben mir dann die Credits gefehlt? Und die Ausstattung für komplett so ein Casino-Bordell-mäßig. So und zusammen. Okay, hier hat er seine Wachen aufgebaut und Hochbeete. Ja, Hochbeete. Und hier, was ist das? Selbstschussanlage? Eine Sicherheitskamera ist das, glaube ich, ne? Ja, das ist schon schick. Hier nochmal. Klasse. Ja, das ist schön aufgebaut. Das ist auch so hier mal. Verschlüsseltes Terminal, können wir hacken? Nein, was? Festungseinführungstrailer. Ach, können wir nicht sehen, wahrscheinlich, weil wir die Dings nicht besitzen. Ich gehe mal runter von meinem Vieh und gehe hier in die Ego-Perspektive, dann kann ich besser gucken. Sehr schön. Wirklich sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Das ist richtig schön RP-mäßig aufgebaut. Hier kann man auch lang. Alter Scheiße. Hier ist aber fast los. Ne, den hat er reingebaut, damit es so aussieht, so an dem Ding dran. Oder ist das so ein, oder ist das so schmal? Normalerweise hat man doch so immer so gelbe Fahnen und riesig und so. Oh. Hi. Was macht denn hier? Was ist das für einer? Der wundert sich gar nicht, dass ich hier bin, ne? Wahrscheinlich denkt er sich auch, oh, guckt sich auch. Alter. Ganz ehrlich, wenn du durch diesen Gang gehst, ne, da kannst du auch einen Horrorfilm rausmachen. Ey, gehst du, hast du die Viecher, diese Mega-Viecher da an der Wand stehen? Von dieses. Ach, jetzt kann ich. Jawohl. Ach, die kann man auch haben? Es gibt inzwischen schon viele. Ah, hier, da ist ein Thron aufgebaut. Das ist natürlich sehr cool. So, Moment. Ach ja. So. Es ist schon schön. Es hat auch eine echt geile Aussicht, aber ich glaube, ich würde es eher, wenn ich König wäre, würde ich eher hier drauf gucken wollen. Als da drauf. Aber hier ist halt die Wand, die Tür, ne? Das will man natürlich nicht. Im Rücken zur Tür gehen, das ist ja evolutionär. Ist ja der Drang, sich anders hinzulegen, nur dass man zur Tür guckt. Ist bei mir tatsächlich auch so, das ist ganz seltsam. Ich kann nicht so liegen, dass ich Kopf weg von der Tür habe. Das ist ein ganz komisches Gefühl für mich. Ah, hier sind. Ich wollte gerade sagen, heiße Quellen, aber sind Wasserfälle. Aber ich gehe jetzt mal weiter hier lang. Vielleicht da kommen wir nochmal lang irgendwie. Ich lasse das nochmal, weil wir einfach schneller sind. Es ist nicht sehr überladen und trotzdem 100%. Das finde ich sehr schön. Wie kann man das? Das ist sehr schön, aber der kann doch nicht. Ich dachte mir, man muss jeden einzelnen Haken ausfüllen, um 100% zu haben. Scheinbar nicht. Kristalle. Es ist halt riesig, ne? Das kann man, das muss man wirklich sagen. Ja, wenn 4 war schon riesig. Oder ist riesig. Was ist das denn für ein Vieh? Ach, so ein Ding.
Was ist denn das für ein Vogel? Wer ist denn der Vogel? Ah. Ja. Kann man machen. Und Wampa hier hinstellen. Aber ich sehe keinen Tag, keinen tanzenden Twi'lek. Ist doch. Es muss doch obligatorisch sein, dass hier irgendwo in diesem Haus, dass man hier so eine Art Harem-Raum hat, wo ganz viele tanzende Twi'lek hat. Hat auch jeder. Aber er oder sie nicht. Eine Bewertung reinschreiben. Ja, ist so ganz cool, aber keine tanzende Twi'lek. 3 von 5 Sterne. Ah jawohl, hier haben wir Trainings. Das ist schon cool. Es ist echt cool gemacht. Hier so ein, der hat sich der Besitzer. Ich glaube nicht, dass der das hier sehen wird, aber der oder die. Aber hat sich hier wirklich viel Mühe. Das sieht richtig schön aus. Mir gefällt sowas. Weil es RP-mäßig aufgebaut ist und nicht so überladen, sonst hast du ja diese. Einfach um diese Prozentzahl voll zu kriegen. Einfach überall diese Holo-Schilder und was weiß ich einfach hinzuhängen. Einfach damit man diese Punkte in der Dings bekommt. In der Eroberung. Eine Fellspalte. Heilungstrainingsbunny. Achso, der ist ein Heiler. Nee, doch nicht. Alte Trainingskampfstätte der Jedi. Es gibt keinen Tank-Trainingspuppe, ne? Also man kann nicht die Bedrohung oder sowas oder wird das auch mit wenn man passt, wird die Bedrohung an dem Dummy auch gepasst? Haben wir noch andere? Ne, hier haben wir nicht andere, ne? Ich glaube, ich habe alles gesehen. Die ist groß, aber die wirkt nicht so groß, glaube ich, oder? Oder habe ich was verpasst? Habe ich Räume verpasst? Weil da wurde gesagt, es sollte eine der größten oder sollte die größte Festung sein, die bisher gibt. Aber ich muss gestehen, irgendwie kommt mir Yavin größer vor. Aber vielleicht liegt das daran, ich komme wieder dahin, dass sie so lang gezogen ist. Die ist ja mehr so in der Breite. Aber man kann hier nicht viel anhängen. Also, scheinbar nicht. Aber eigentlich, ich habe auch gelesen, das ist die größte. Ist da gerade eine lange Vogel? Nee. Nur ein Vogel. Ich dachte, man konnte da lang gehen. Dass man sich da vielleicht hinsneaken kann, aber da kommt man nicht hin. Schade. So eine heiße Quelle wäre noch cool gewesen. Das habe ich auch bekommen. Habe ich Glück gehabt mit meinem Abo, glaube ich. Ne? Das kriegt man, hat man bekommen, wenn man ein Abo von bis vom 2. Februar oder sowas bis irgendwann anders war, hat man das bekommen, dieses Reittier, glaube ich. Das heißt, es ist erst vor ein paar Tagen mein Abo ausgelaufen. Schick. Ist wirklich schon ein schönes Ding eigentlich. Also, gefällt mir gut, aber Mana-Ahn ist irgendwie doch noch mehr mein Ding. Also, wenn ich wählen könnte, würde ich, glaube ich, eher Mana annehmen. Liegt aber vielleicht an Nostalgie, an KOTOR. Und da war ich auch, da mochte ich Mana-Ahn auch sehr gerne. Aber Mana-Ahn habe ich auch nicht fertig ausgebaut. Hat mir das Kleingeld gefehlt. Ja, gut, das war's dann von dieser Folge. Gut, das ist jetzt durch die Erkundung noch länger geworden, aber storytechnisch bin ich schon etwas enttäuscht. Ich habe mehr erwartet als 2 Gespräche. Also ich kann verstehen, dass die sowas machen wollen, dass die sagen, ja, hier, jetzt kommen, ne, dass das so mehrere Gespräche sind, damit sich das aufeinander aufbaut. Ne? Ich kann das verstehen, dass man jetzt nicht sofort sagt, ja, wir haben das noch nicht gefunden, das Schiff, und das dauert Ewigkeiten, ne, und wir müssen das so machen. Dann dauert das Tage oder Wochen, und dann sofort, weil die Story dann ja schon weitergeht, am nächsten Tag das zu finden oder sowas,
durch Zufall oder wie, ist halt auch doof. Also ich kann schon verstehen, dass die mehr so, also so Gespräche, so zwischendurch, mal so zufällige Ereignisse, die dann passieren und dann mal was Kleines halt und dann was Riesiges kommt, so was Großes, also Meilensteine und dann kommen so kleine Übergänge wieder, kommen wieder riesige Meilensteine der Geschichte, kommen wieder, also Plot Point kommt und dann so ein bisschen Übergänge, so ein bisschen Motion und dann kommt wieder so ein fetter Plot Point und so weiter. Gut, das war's. Leider. Bleibt mir noch Zeit für andere Sachen. Aber ich hatte mich jetzt eigentlich so auf Star Wars heute eingestellt. Ja, gut, dass ich es nicht gestreamt habe. Ja, dann geht es wohl im Spring weiter, im Frühling. Der ist ja in 2 Wochen. 2 Wochen ist, glaube ich, meteorologischer Frühlingsanfang. Aber ich schätze mal, dass es eher so im Mai rauskommt. Ist Juni eigentlich noch zum Frühling? Sommer ist, glaube ich, Juli, August, September. Oktober ist dann Herbst. November, Herbst, Dezember ist dann Winter. Januar, Februar. Ja, März, April, Mai. Ja, so ungefähr. Also, schätze ich, vermute mal, so, dass das im Mai kommt. Das nächste Update. Vermutlich kommt dann auch das nächste Video von mir, weil ich will hier keine Versprechungen machen. Weil im Moment. Aber jetzt geht's gerade. Wer bereit ist, alles jetzt habe ich gerade Bock, um die Seuche auf weiter Star Wars zu spielen gerade. Aber naja. Ich werde gehindert. Ich werde daran gehindert. Das kann eigentlich nicht. Das kann nicht sein. Ich werde in meiner Motivation gerade zurückhalten. Ja. Vielleicht müsste ich auch einfach mal ein anderes Spiel raussuchen und einfach mal spielen. Ich muss es ja nicht komplett durchspielen, sondern ich kann immer so 1-2 Stunden spielen und aufnehmen. Und wenn es fertig ist, hau ich es komplett raus, sodass ihr nicht warten müsst, sondern zum ganzen Stück sehen könnt. Aber welches? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Harry Potter. Also, falls die ein oder anderen Harry Potter geguckt haben auf meinem Kanal, das ist ja... läuft ja nicht. Das Problem war, ich krieg's nicht mehr zum Laufen. Ich habe eine neue SSD eingebaut, weil die alte begonnen hat, sich zu verabschieden. Habe ich eine neue SSD eingebaut, beziehungsweise... da das neue Betriebssystem drauf, sollte eigentlich kein Problem sein, weil ich die Virtual Box heißt das, glaube ich, wo ich den in Windows XP emuliert habe oder virtualisiert habe, auf einer anderen Festplatte lief, aber irgendwie sind wohl doch Verknüpfungen auf meiner Hauptfestplatte gewesen und ich kann es nicht starten. Ich kann das Virtual Box schon noch starten, aber ich kann das XP nicht starten. Wenn ich das XP starten möchte, dann kommt irgendein Fehler. Also ich kann es nicht mehr, ich glaube, ich kann es nicht mehr retten. Das ist ein bisschen doof. Vielleicht muss ich es mal vorbereiten für einen Stream oder sowas. Aber dann müssten wir mal von vorne anfangen, komplett. Und deswegen kommt nichts. Ich habe das schon mehrfach versucht, weil ich das eigentlich beenden wollte, aber es geht nicht. Es geht einfach nicht. Naja, mal gucken. Ich glaube, hier noch ein bisschen Zeit. Jetzt gucke ich mal bei Steam, was man so noch so zocken kann. Weil ich muss tatsächlich jetzt sagen, wo ich schon so lange eigentlich eher weniger auf Games achte, weiß ich schon gar nicht mehr, was alles so rauskommt und sowas. Ich hoffe ja, dass die Xbox One Series X heißt die, glaube ich, ne? Komplett. Sehr verwirrender Name. Die soll ja angeblich, habe ich gelesen, irgendwo mit Steam verknüpfbar sein, sodass man Steam-Spieler auch drauf spielen kann. Wenn das wäre, das wäre natürlich der Hammer. Weil ich möchte mein PC-Setup sowieso umbauen. Hauptsächlich auf mein Laptop. Ich möchte ein clean Setup haben. Heißt, ein Monitor, mein Laptop, Laptop per USB-C an den Monitor angeschlossen, Funktastatur, Funkmaus und das war's. Ja, noch Lautsprecher noch und das war's. So will ich das machen. Problem ist, dass mein Laptop kein Windows-Laptop ist.
Und ich kann zwar Wer bereit und ist, alles zu riskieren, um die Seuche auf Alderaan zu bekämpfen, wendet sich bitte an einen Vertreter der Hyland-Organisation zur Rakul-Neutralisierung auf dem Planeten. Keine Ahnung, weil das ist ja eigentlich eher mehr so für Produktivität, Kreativität, sowas. Ich werd dieses Video auch jetzt zum ersten Mal auf dem Mac schneiden, weil da habe ich DaVinci Resolve drauf. Mal gucken. Ich habe mit Sie gesagt, dass ich Final Cut vielleicht irgendwann mal kaufe. Aber dafür müsste sich erstmal lohnen, Videos zu machen. Also lohnen schon, aber dafür müsste ich damit es sich lohnt, das Final Cut zu kaufen, muss ich erst Videos machen. So. Gut, und wenn die Xbox da raus kann, dann kann ich meinen riesigen Hightower-PC, den ich hier gebaut habe, den wollte ich schon seit Ewigkeiten mal klein machen. Den kann ich dann weg. Und kann dann über meine Xbox Spiele spielen. Wenn man dann noch Tastatur und Maus damit verbinden kann, dann wäre die Xbox wie ein PC mit Zugang zu Linux. Das fände ich richtig geil. Das wäre richtig geil. Ich will natürlich immer noch einen Windows-PC haben. Falls es doch noch irgendwie sowas ist. Vielleicht kann ich den auch klein machen und dann... Ich weiß noch nicht. Also vielleicht baue ich mein Clean Setup auch so, dass ich einen kleineren PC habe. Ich habe ja so einen Hightower-PC, so richtig fetten. Den habe ich mal hingebaut, weil ich immer eine Wasserkühlung reinbauen wollte. Und ich wollte Platz haben dafür, weil das meine erste gewesen wäre. Ja. Deswegen ist das so groß, habe ich aber nie gemacht. Weil das extrem. Man muss da viel Wartung reinsetzen. Es sieht cool aus. Problem ist, ich gucke da nicht hin, weil er ist auf der linken Seite. Und auf der linken Seite vom PC ist auch. Die Scheibe. Das heißt, ich kann dieses Wasser und das Licht überhaupt nicht sehen. Die Beleuchtung von dem PC. Von daher ist es egal. Und die Wartung ist halt, man sollte einmal im Jahr das Wasser austauschen, also auf jeden Fall alle 2 Jahre. Und da will ich will dann nicht jedes Jahr neues Wasser und dann leckt das da raus, dann geht die Hardware kaputt vielleicht oder und hier und da. Also ihr wisst Bescheid, worauf ich hinaus will. Und deswegen der Luftkühlung und einfach kleiner machen. Das wäre die Idee und dann einfach nur ein Gaming-PC und einen für, ja, den Mac für produktive, kreative Sachen wie Videoschnitt. Dorn-Mitarbeiter, die sich um die Rakul-Situation kümmern, suchen dringend nach. Mit dem neuen Monitor ginge das sogar, weil ich den anschließen könnte, den PC, und ich könnte einfach hin und her switchen zwischen den Ausgaben. Angehörigkeit zum Imperium. Vielleicht mache ich das so. Ach so, ich brauche nur einen größeren Schreibtisch. Aber alles nacheinander. Ja. Vielleicht sehen wir uns einem Video vorher noch vor Mai. Ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich mal wieder richtig. Jetzt will ich mal wieder zocken. So ein bisschen fehlt es mir schon, aber halt hauptsächlich Story-Dinger. Mal gucken. Ich hätte Bock auf Detroit Human. Da hätte ich Bock zu. So ein bisschen Entscheidungen und da. Aber davor brauche ich eine Elgato. PlayStation habe ich, aber da brauche ich eine Elgato. Ja, naja. Gut. Auf die eine oder andere Weise werden wir auf jeden Fall wieder voneinander hören. Und habt einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.